Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Delta. Wir joinen sofort auf den Server und wahrscheinlich musst du jetzt erst starten. Ja, genau so. Nochmal Join Server, Logging in. So, aber jetzt sind wir oben und... Okay, was ist da los? Was ist da los? Okay, so, jetzt sind wir da. Da haben wir nämlich gestern aufgehört und, okay, unser Fleisch bratet noch. Okay, das geht also nicht weiter, wenn ich nicht hier bin. Okay, ich dachte, das ist dann wenigstens fertig. Mann, Mann, Mann. Gut, 14.31 Uhr, dann würde ich sagen, machen wir bis 14.46 Uhr, dann sind das ungefähr 15 Minuten, dann würde das ungefähr passen. Und ich sage schon wieder viel zu viel ungefähr. Das ist ungefähr richtig. Nein. Okay, so. Zwei Steaks noch. Und hier war irgendwo ja ein Huhn. Das hole ich mir. Moment. 6 Leder haben wir. Wir wollten uns doch beim letzten Mal so einen Backpack machen. Da brauchen wir 8 Leder. Und ein Farbstoff. Und einen Farbstoff bekommen wir durch... was brauche ich nicht? Was brauche ich nicht hier? Einen Farbstoff bekommen wir ja durch Blumen. Und da hier eine Blume ist, machen wir uns dann gleich einen gelben Backpack. So, ich mache mir hier immer... Ja, Dandelion Yellow, okay. Okay, okay, schöner Name. Das nehme ich raus, das packe ich rein. Und ja, eine Kuh müssten wir noch finden. Also wenn wir eine Kuh finden würden, dann wäre das echt, naja, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich möchte jetzt auch nicht die ganze Folge lang braten. So, zack. Und dann machen wir noch ein Schaffleisch und dann geht es auch gleich weiter. So, und zwar, ich habe einen Kommentar bekommen. Das lese ich euch jetzt gleich mal vor. Moment, Moment. Wo? Hier, Delta. Delta, Delta. Das Delta-Video. Und zwar hat mir hier die liebe Ulrike Dorn geschrieben. Es gibt da auch den Mod, mit denen kannst du dir die Fly-Gene spritzen und die Hautschuppen, die du brauchst, bekommst du von Fledermäusen. Diese Hautschuppe bekommst du mit einer Scrapper, den craftest du mit 2 Stone Rods und ein Eisen. Die Stone Rods bekommst du, wenn du 2 Steine im Craftingfeld übereinander legst und untereinander legst, eins unten und eins in der Mitte. Und das werde ich heute auch gleich mal ausprobieren. So ein Rod zu machen. Hier, so geht das ja nicht, ne, oder? Stone Tool Rod, das brauche ich wahrscheinlich. Und dann schmeiße ich das hier mal weg. Dann gucke ich mal, was ich aus dem hier craften kann. Moment. Stone Tool. Hier. Stone Tool Rod. Das macht man so und was kann man daraus machen? Okay. Er hat mir hier geschrieben, ich brauche von Fledermäusen die Hautschuppen. Und die Hautschuppen bekomme ich bei den Fledermäusen mit einem Scrapper. Ah, da brauche ich 2 Stone Rods und ein Eisen, dann bekomme ich so einen Scrapper. Okay, gut. Also wenn wir nachher noch ein Eisen finden, dann machen wir das auf jeden Fall. Aber wir gehen jetzt einfach erstmal weiter, denn was wir ganz dringend brauchen, sind erstmal Kühe, damit wir uns, oder Pferde, damit wir uns ein bisschen Leder holen können. Schade, dass gestern die Kuh nichts mehr gedroppt hat. Eine hat ja nichts gedroppt und das wäre die gewesen, wo unser Schicksal drauf begnadet wurde. Und das ist dann leider nicht geschehen. So, gut. Hier oben ist noch eine Kokosnuss. Die kann man ja... Nee, die lasse ich jetzt einfach mal. Wir machen uns jetzt einfach nur auf die Suche nach Kühen. Einfach nur auf die Suche nach Kühen. So, da hinten ist eine Insel. Aber, oh Mann, ich glaube, ich gehe auch total in die falsche Richtung. Wo, glaube ich, weil wir sind hier am Strand. Ich glaube, dass hier nicht so viele Kühe sind. Ich glaube, ich gehe einfach mal wieder in die Richtung hier. Ja, genau in die Richtung. Ich denke mal, dass da eventuell mehr Kühe sind.
Was ist das hier denn? Das ist Iron Gravel, ne? Kann ich das dann mit einer Steinschaufel abbauen? Das müsste ich testen. Sticks. Zack. Zack. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. Oh, cool. Cool, cool, cool. Was brauche ich jetzt hier nicht? Ich brauche hier auf jeden Fall mal die Kokosnüsse. Ich kacke jetzt einfach mal auf die. Muss ich die irgendwie in den Ofen geben, dass dann da irgendwie Eisen rauskommt? Oder gucken wir einfach gleich mal nach. So, also zack und zack. Och ja, wenn da jetzt Eisen rauskommt, dann könnten wir uns ja so einen Scrapper machen. Und dann müssten, wenn wir Fledermäuse sehen... Oh, perfekt. So, ein Eisen und zwei die da. Vielleicht so. Moment. Zwei Stone Rods und ein Eisen. Er hat gesagt, da brauche ich noch irgendeinen komischen Generator. Dann warte ich da einfach mal und mache mir dann lieber eine Eisenspitzhacke. So, gut. Aber danke schon mal für den Tipp. Ich werde das auf jeden Fall machen. Also sei nicht besorgt, das mache ich auf jeden Fall. Und ich finde das super, dass du mir da einen Kommentar geschrieben hast. Denn nur durch solche Kommentare weiß ich, was ich machen kann. Und die Fly-Gene, ja? Wir brauchen ja die Fly-Gene. Dann können wir nämlich flyen. Okay. So, Leute, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir müssen auf jeden Fall heute noch eine Kuh finden. Das ist unser Ziel, dass wir uns heute auch noch einen Backpack machen können. Wir brauchen auf jeden Fall einen Backpack. Das brauchen wir einfach. Das brauchen wir. Und ich springe ins Wasser. Ja. Okay. Wir treiben uns aber ziemlich oft irgendwie hier an der Küste auf, statt dass wir irgendwie weiter reingehen, wo vielleicht mehr Chance besteht, dass hier irgendwo Kühe sind. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, hier ist ein Schwein. Das ist schon mal ein guter Anfang. Wenn hier schon mal Schweine sind. Okay. Was brauche ich denn nicht hier? Was brauche ich nicht? Das hier. Okay. Yeah. Und Schafe sind ja auch noch. Aber ich töte einfach hier mal die Schweine. Aua. Okay, hier ist eine Höhle. Oh! Hier hat jemand was abgebaut. Okay, aber das hole ich mir. Oh mein Gott, was ist das denn? Moment, das brauche ich nicht. Deswegen brauche ich eben den Backpack, Leute. Weil ich einfach sonst nicht... Das hier. Red Fluorid Crystal. Was ist das hier? Das hier ist... Ja. Egal. Damit darf ich mich jetzt aber nicht beschäftigen. Und bevor ich hier irgendwas verschwende und wegwerfe... Oh, ich muss schlafen gehen. Ganz unbedingt. So, jetzt gehen wir erstmal schlafen. Und am nächsten Morgen suchen wir die Kuh. So, und abbauen hier. So, weiter geht's. Jetzt müssen wir aber echt bald mal eine Kuh finden hier. So, Schweine sind ja schon mal... Oh, eine Kuh! Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh! Und wenn wir jetzt einen Backpack haben, dann bin ich glücklich. Und hier haben wir auch noch einen Dungeon, Leute. Ein Dungeon. Oh mein Gott. Und sie hat aber nur ein Leder gedroppt. Sie hat nicht zwei gedroppt, ich brauche aber noch ein... Oh, hier ist noch eine Kuh. Bitte, du bist meine letzte Hoffnung. Nein, sie hat es wieder nicht gedroppt. Nein, Mann, willst du mich verarschen? Leute, ich kann jetzt aber auch ein auf Risiko machen. Und dann irgendwie in diesen Tower hier. Oh, da ist noch eine Kuh. Bitte. Ja, endlich. Okay, perfekt, Leute. Jetzt packen wir hier gleich die Werkbank hin. Yeah, yeah. Und jetzt machen wir uns ein Backpack. Und zwar einen gelben. Den gelben schön. Yeah, jetzt haben wir ein Yellow Backpack. Ha! Da können wir jetzt die ganzen Sachen reinpacken, die wir erstmal hier haben. Denn ich werde jetzt hier in diesen Dungeon gehen, so wagmutig wie ich bin. Ich habe zwar keinerlei Ausrüstung und sollte mir nachher auch noch ein neues Schwert machen. Was ich auf jeden Fall, glaube ich, mitnehme, ist die Hälfte von dem da, damit ich mich einbauen kann im Notfall.
das kann hoch, das kann hoch. Was zu essen habe ich dann auch. Das Bett brauche ich auch nicht. Dann nehme ich das komplette hier mit. Dann würde ich sagen, dann crafte ich mir noch schnell hier aus Holz so eine Kiste, die ich dann oben drauf packe, wo ich dann den Backpack reinpacke. So. Mein Schwert ist eben auch fast kaputt. Mache ich mir hier schnell ein neues. Dann geht es erstmal hier hoch. Kiste hierher. Die Werkbank hierher. Dann mache ich mir hier noch schnell ein neues Schwert. Und so, dann haben wir ein neues Schwert. Und was wir jetzt noch machen ist, den Backpack in die Kiste zu packen. Dann machen wir noch diesen Dungeon hier. So, zack, zack. Ich nehme es lieber mit, weil nicht, dass da irgendein Mob drin ist, der mir das dann da vielleicht wegnimmt. So, ich gehe da jetzt rein, Leute. Ich gehe da jetzt rein. Okay. Oder, wisst ihr, was ich noch vorher mache? Ich lege mich einfach in mein Bett. Also ich packe hier mein Bett hin. Kann ich nämlich vielleicht hier meinen Spawn setzen. Oh, you can only sleep at night. Okay, ich gehe da jetzt rein mit meiner vollen Verantwortung. Das heißt, wenn ich sterbe, dann kann es sein, dass wir hier nie wieder herfinden. Und dann ist unser Backpack umsonst. Mein Gott. Oh mein Gott, ich habe Angst. Okay, ich gehe da jetzt einfach mal runter. Da ist alles so dunkel. Hallo? Was ist hier? Oh, ich habe irgendwas aktiviert. Man kann hier durch. Was ist da vorne? Aua! Da ist eine Kiste. Oh, oh. Ist hier sonst noch was? Ich gehe hier durch. Okay. Okay, das war schon der ganze Dungeon. Da waren gar keine Mobs drin. Und ich so... Oh, ich hatte voll Angst. Ich dachte, wir machen jetzt mega die Dungeon-Action. Scheiße. Och Mann. Aber ist doch gut im Prinzip, weil... Ja. Dann mussten wir wenigstens nicht sterben. So, wir haben hier jetzt ein Iron bekommen. Page Ice Hills Biom. Was kann ich damit machen? Ach, ich habe ebenfalls gelesen, dass man mit Salz... Moment. Mit Salt kann man ein... Hier. Kann man aus Zombiefleisch was machen? Moment. Hier. Zombie Brain. Zombie Brain. Hier. Player Feeding Upgrade. Ah, hier, genau. Aus Salt und ein Zombie Brain bekommt man ein Zombie Jerky. Da gucke ich jetzt mal. Wie das funktioniert hier mit Salz. Hey, ich habe das doch so gemacht, wie es gehört. Oder? Habe ich da was falsch gemacht? Man braucht... Okay. Und zweimal Salz. Habe ich da jetzt irgendwas falsch gemacht? Ah, es war gerade hier. So. Zombie Jerky. Was kann ich damit tun? Kann ich das anziehen? Oder kann ich das essen? Wholesome Light Meal. Ah, das ist ein Essen! Okay, cool. Sehr, sehr cool. Dann würde ich einfach mal sagen, war es das eigentlich schon fast von dieser Folge. In der nächsten Folge machen wir uns weiter auf den, Weg zu unseren schönen Bäumen, die ich unbedingt hier noch erreichen möchte. Dann craften wir uns nächste Folge noch ein bisschen Rüstung, dass wir nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so hilflos hier sind. Und ich würde einfach mal sagen, das war's von dieser krassen Dungeon-Action von dieser Folge. Haut rein, Leute, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.